Was war die härteste, der gehärteste Gewaltakt, nennen wir es mal so, den du im Viertel erlebt hast? Ein Viertel? Ja. Boah, das war an einem Samstagabend gegen 2, 3 Uhr morgens war das im Haus. Da haben sich irgendwelche Leute nicht, also da hatte ich einen nicht benommen vor eine Frau ihr Zimmer. Und dann bin ich halt vom Büro raus und hab den gepackt und hab den gesagt, ey, raus. Was ich nicht gepeilt habe, ist, dieser Typ, die waren zu 15, die sind alle im Haus, haben sich verteilt. Und wo der Typ angefangen hat zu schreien, sind auf einmal, hör schon noch Treppen, Schritte von den Treppen runterspringen. Seine ganzen Jungs haben es gehört und sind runtergegangen. Dann habe ich mich gegen 15 Leute geklatscht. Echt? Ja, aber ich bin nach Hause gegangen, alle mit so einem Auge. Ich bin 2 Wochen nicht arbeiten gegangen danach. Hab Suppe gegessen, Hühnchensuppe danach. Ekelhaft. Das war, und was auch noch krass war, war, eine Dame hat mal Protest gehabt im Zimmer. Protest ist halt Palaver im Zimmer. Und das war krass, das war die krasseste Aktion, auch mit einer der krassesten, peinlichsten Aktionen an Schlägereien fast, die ich erlebt habe, war, dass die Dame mich angerufen hat, dann bin ich ins Zimmer, hab das Zimmer aufgeschlossen, weil ich ja so einen Zentralschlüssel hab, bin dann rein und dann saß da drin ein Typ, der sah aus wie so ein Tetris-Stein, der hat so Call-On wie du gehabt, es waren Ringe, aber die waren irgendwo aus dem Ausland oder die haben dort ein Seminar gehabt, irgendwo in Aschaffenburg oder keine Ahnung was und die hatten alle die gleichen Jong-Anzüge mit so einem Cover hinten, mit so 2 Ringer, die so gerade. Und ich mach die Tür auf und es war Winter und hab so Wollmütze angehabt und hab so eine Alpha-Jacke angehabt, diese Mantel, kennst du die noch? Ja, die längeren. Das sieht so ein bisschen breiter aus, weißt du? Und ich sag's, nee, steh auf. Und auf einmal, das war ein bisschen dunkel hinten im Bett, der geht so nach vorne, der hat solche Waden gehabt, so einen Nacken und macht so und macht zu mir so, warte. Ich sag, was? Der sagt, warte, ich komm raus, aber bleib da. Und ich sag, wie? Da sagt er, ja, bleib da stehen, ich komm zu dir raus. Das heißt, der wollte sozusagen, dass ich dich abbaue. Wo ich gemerkt habe, wo der aufgestanden ist, dass der Typ aussieht wie so ein Stück Hackfleisch, Alter. Der Typ sah einfach aus wie so ein. Kennst du Slimer von Ghostbusters? Der sah einfach so aus, Digga. Der wollte mich einfach so zerquetschen und essen, glaube ich sogar. Er ist aufgestanden, habe ich gesehen, okay, Alter, der sieht aus wie so ein Dreieck. Bin ich ins Büro rein, dann habe ich einfach gewartet, bis er weggeht. Dann ist er hin und her gelaufen im Flur. Dann habe ich gemerkt, dass immer mehr Tetris-Steine runterlaufen. Dann habe ich gedacht, okay, das war so ein Seminar von Ringer, die da gerade spazieren gelaufen sind. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das zur Schlägerei geführt worden ist, wäre ich gehumpelt nach Hause gegangen. Also ich war ja immer allein als Wirtschafter da, weißt du? Deswegen. Auch hart eigentlich. Ja, also wenn ich Leute also einteile, mindestens, egal was es ist, mindestens 2, wenn nicht 3 Leute. Weil allein präventiv, wenn man sieht, ah, die chillen da zu zweit, besser nicht. Aber wenn es einer ist, dann haben die immer schnell große Eier. Ich habe 10 Jahre lang alleine gearbeitet. Das ist hart. Respekt, weil das ist richtig hart. Zehn Da braucht Jahre. man, die meisten Leute, die ich kenne, wenn du denen sagst, ja, es gibt hier eine Stelle alleine, Rotlicht, kein Mensch macht das. Kein Mensch, Alter. Was, das ist schon nicht Du ohne. hast ab und zu so eine Du hast deine Phase. Nachbarn und so, die dir natürlich helfen. Ja, aber aber so hart manchmal auf ist hart es zu bist du allein. spät. Manchmal ist es zu spät. Klar. Ich habe ja, ich, also ich sag die Wahrheit, ich bin jetzt nicht so irgendwie Herkules, aber ich habe die einen oder anderen Monat, bin ich mal schon richtig mit einem ekelhaften blaues Auge nach Hause gegangen, aber dann hast du auch wirklich verteilt und eingesteckt im Treppenhaus. Und vor allem im Winter ist ja ekelhaft, wenn es so rutschig ist und du fliegst mit ihm auf die Fresse. Aber es war geil, Digga, Alter. Es war einfach geil, weil du hast für Ordnung gesorgt mit, ohne Hindernisse. Wie war das bei WM? Also die härteste Schlägerei, die ich jemals im Frankfurter Bahnhofsviertel gesehen habe, die war war hart. WM. Die Engländer, und mein Vater hat mich angerufen, der sagt, ey, da haben gerade welche angerufen bei ihm, Rollladen runter. Und ich so, ich renn runter, ich mach den Rollladen runter, bop, 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 bop. Ich gehe auf meinen Balkon, ich guck mir's von oben an und dann, Alter, geht schon los. Hast du gesehen, was der Mayweather da abging? Genau, da habe ich war live Zuschauer. Echt? Ich war gegenüber, ey, ja. Alle haben da, ey, das war zu das war hart, krass. Aber wie die viele Leute waren waren das? 50? Ja, so. Ey, das war keine Ahnung, aber das war es war auch eine geil, Menschenmasse. Richtige Kneipenschlägerei-Filme war das, weißt du. Es war halt ekelhaft. Tageslicht war das halt, da waren auch normale Passanten unterwegs. Aber war hart auf jeden Fall. Es war ein harter Tag. Das war krass, das war richtig Das war ein richtig harter Tag, ja. Aber krass. Heute lachen wir darüber, weil es ja witzig war, weißt du? Ich meine, das sind so Sachen. Ich meine, man kann drüber lachen, weil man nicht mittendrin war. Ja, safe. Ich habe mich ja wie so ein Gecko hinten an der Wand versteckt. So. Ich habe extra so gestartet mit meinem Camouflage-Anzug, ja. Oh, aber war witzig, war witzig. Was war für dich so das Ekelhafteste so an Schlägereien, was du so erlebt hast im Viertel? Eigentlich war es diese Fußball-WM-Geschichte, das war krass. Aber du das hast ja schon bestimmt schon irgendwie so. Ja, Schlägereien gab es viele im Viertel, viele. Ja. Gerade auch als ich jung war, da war ich einfach auch ein bisschen dümmer, was das angeht. Und ich war auf dem Internat und bin dann ins Bahnhofsviertel gezogen. Ich habe Abi gemacht und dann bin ich mit 18 ausgezogen.
Und dann wollte ich nicht dieser Internatsjunge sein. Weißt du, ich meine so, ah, der kleine Hanswurst, weißt du? Und ich habe ja trotzdem immer Kampfsport gemacht, aber ich so, okay, ich verstehe schon, ich muss mir jetzt erstmal einen Ruf aufbauen. Ja. So ganz, ganz behindert. Aber geile Einstellung. Das ist eine Kiez-Einstellung. Ja, normal. Das ist halt Oldschool-Kiez, dass mich der Kiez auch respektiert. Dann bin ich erstmal das alles erfahren. Bin ich auf den Acker mitgegangen. Ja. Und einmalig. War sehr, sehr hart. Dann, gegen St. Petersburg war das damals. Dann bin ich im Milieu, immer wenn irgendwas war, war ich einer der Ersten, die vor Ort waren. Niemals unschuldig oder so, aber wenn Leute Stress gesucht haben, war ich einfach vor Ort. Geil. Aber so wie es dann natürlich kommen muss, kommst du dann natürlich irgendwann in Konflikt mit dem Gesetz. Ja. Und das war dann kein Spaß. Und ich habe irgendwann, hat meine Mutter zu mir gesagt, und das war so eine Sache, wo ich dachte, ey, okay, ich werde mich jetzt ändern, das ist nicht. Ich war einmal die Vorbildsfunktion für meinen kleinen Bruder. Mhm. Dann hat sie gemeint, ey, du warst auf Schule, du hast so viel gemacht. Was soll es für ein Weg sein? Wenn du es nicht anders checkst, dann geh halt ins Gefängnis. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, ich habe keine Lust, meine Mutter zu enttäuschen. Die kommt aus den Favelas von Argentinien, kommt hierher, arbeitet sich krumm, damit ihr behinderter Sohn, ihr dummer Sohn, dann Schlägereien macht, nur damit die Leute denken, er sei irgendwie krass. Mhm. Da habe ich gemeint, nein, das ist kein Weg. Ja. Ich liebe den Sport, aber der Sport gehört einfach nicht auf die Straße. Und wenn da Idioten sind, die Stress suchen, dann gibt es auch andere Idioten, die das erwidern können. Und wenn nicht, gelangen so Deppen einfach an die Polizei und dann kriegen sie einfach das, was nötig ist. Fertig. Ist so. Und das war auch gut, weil dann konnte ich mich halt einfach zu dem Zeitpunkt Richtung Sport orientieren. Geil. Und daraus ist ja dann eine Karriere entstanden. Geil, ja, top. Ich meine, allein letztens, wir haben momentan im Bahnhofsviertel ein paar neue Probleme, auf die können wir ja gleich eingehen. Können wir machen, ja. Da war also jemand, der an der Pik Dame die Leute beklauen wollte. Wir haben im Moment wirklich diverse Probleme mit Taschendieben. Und die mischen sich unters Volk, unter die Schlange und rippen halt die ganzen Gäste ab. Und wir müssen darauf achten, dass unsere Gäste einfach geschützt sind. Ist da also einer, der es schon dreimal probiert hat, hintereinander die Leute zu beklauen, direkt vorm Geschäft? Dann gehe ich hin und habe gesagt, dass er verschwinden soll von meinem Geschäft. Mhm. Und der wurde frech. Hat dann seine Jacke aufgemacht und hat versucht, handgreiflich zu werden. Hat das erste Mal nach mir geschwungen. Ich habe ja die Sache beobachtet, wie du gerade wirklich am Diskutieren warst mit diesem Typ. Der wirklich auch so Eier gezeigt hat, gell? Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, man kennt dich ja, man weiß ja auch, Profifighter besitzt dort einen Club und so, aber manchmal vergisst man auch, dass diese Leute dich nicht kennen. Der hat halt einen Kampf gesucht und dann habe ich dem so einen Frontkick an seinen Schenkel gegeben, dass der versteht, und vor allem auch mit Druck, dass er versteht, der wird der jetzt gleich schmerzen. Der stand ja auch in der Kampfstellung, das war ja Selbstverteidigung mäßig. Und dann hat er es versucht und dann habe ich ihm 3 Lowkicks gegeben. Richtig. Sehr, sehr harte Lowkicks, dass er es einfach versteht. Ja. Ich meine, Kick ist einfach gut, du hältst ihn auf Distanz. Und vor allem, wo ich bemerkt habe, dass er so sagt, komm mal, so wie so 1 gegen 1, habe ich gedacht, Alter, hat er es gerade wirklich zu Max gesagt, Alter, der frisst ihn hier auf. Dann habe ich die 2, 3 oder 4 Low-Kicks gesehen, die du gegeben hast. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss halt der Jean-Claude Van Damme aus mir raus. Dann kam direkt der High-Kick aus der Hüfte raus. Ein glänzendes Bein, eine schwarze glänzende Hose und es macht POM! Ja. Direkt an seinen Kopf und dann war der erstmal Knockout. Dann haben wir die Polizei gerufen. Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass Mo direkt das Ding genutzt hat und das Ding gefeuert hat. Und wir reden hier von einer Einzelaktion, im richtigen Moment das zu tun, dass er dann sozusagen außer Gefecht ist und keine Gefahr mehr. Ja, also Leute da draußen immer vorsichtig sein, wer hier irgendwas auf Möchtegern Rambo macht. Das ist alles kein Spaß, wir sind kein Freund von Gewalt, aber auch Moduzzi hat genug Gewalt erlebt. Und ich weiß ganz genau, weil ich kann ja meine Highkicks ein bisschen kontrollieren. Und es gibt ja einmal diesen Schlafenden, also das heißt, wenn du ruhig durchziehst, dann geht der schlafen. Und dann gibt es einmal diese Aspirin, dass er so ein bisschen so durcheinander ist. Und dann ich gebe ihm einfach so eine Aspirin. Dass dieser Schnapper, so Stack. Dieses Klack, wie diese Ohrfeige von einem Onkel oder so. Ja, und dann habe ich halt diesen Highkick gegeben, damit er wirklich auch nichts mehr macht, weil du weißt ja nie, die meisten sind ja auch bewaffnet. Ja, ja, 100%. Ich habe ja live gesehen. Ich bin ja auch gar kein Fan davon. Die Leute sollen ja auch wissen, dass ich will niemanden draußen anfassen, nur aus Verteidigung. Wir haben die Polizei. Safe. Und wenn man eine Sache über die Polizei im Bahnhofsviertel sagen kann, ey, ich weiß nicht, wo es so viel Polizei gibt, mit der man so gut zusammen und zusammen leben kann, wie im Bahnhofsviertel. Ja. Ey, die Polizei ist so cool, die ist so hilfsbereit, dass
Das ist krass. Safe. Da haben halten wirklich Geduld. Alle zusammen. Haben auch sehr viel Geduld, muss ich sagen. Ey, die Polizei ist super. Die Polizei ist nonstop am Start. Die wissen, was abgeht. Aber was willst du machen, wenn du gegen Windmühlen kämpfst? Wenn du so viele Leute hast, die da die ganze Zeit rumlaufen, rumtuckern, da sind alle einfach machtlos. Und da muss man einfach zusammenhalten. Also wenn jetzt vielleicht auch Leute in der Elbestraße waren, weil die feiern gehen wollten, auch in der Schlange standen, das mit beobachtet haben, müssen die einfach verstehen, dass das einen wirklich radikalen Hintergrund hat, dass wir vielleicht an dem Abend auch so verfahren mussten. Erstmal sind die nicht ungefährlich, zweitens mal wollen sie an normales Publikum ran und das ist einfach nur ein Schutzeffekt. Wir wollen unsere Leute einfach nur, unsere Gäste schützen, generell, dass das Viertel auch einfach, dass jeder Gastronom da seine Leute schützt. Ist so. Jedenfalls war das so, du hast dann so getreten und dann kam die Polizei, hat gefragt, was passiert ist. Ich habe gemeint, ey, der wollte wieder die Leute abrippen, der geht die ganze Zeit nicht weg. Und dann Polizei, klar, die wussten auch direkt, wer das ist und haben ihn mitgenommen. Leider kann man halt nicht mehr machen, wie ihn dann festnehmen. Genau. Wird alles wieder registriert, aber oftmals sind die dann halt am nächsten Tag. Oder nach ein paar Stunden sogar schon wieder am Start. Genau. Das Beste, was aber war, weil wir hatten an dem Abend dann von diesen restlichen Leuten halt, von dieser restlichen Bande einfach Ruhe, weil, ey, du bist auf die Kreuzung gegangen und hast irgendwas geschrien auf Marokkanisch, richtig hart mit deiner Stimme und dann hast du dich ja verabschiedet. Und dann kam Montana zu mir, er hat gesagt, es waren mehrere Leute, die auch Marokkanisch sprechen, aber Montana kam zu mir, Alter, was eine krasse Ansage, das war richtig brutal. Und ich so, was hat er gesagt? Ich will nicht alles sagen, aber du hast gesagt, es ist mein Viertel, meine Straße, verpisst euch, das sind meine Gäste. Ich zerleg euch, zerschneid euch, wenn ihr hierher kommt. Verpisst euch, lasst die Leute in Ruhe. Und es war krass. Und dann waren diese Dings, die haben auch irgendwas gesagt und Montana hat halt gemeint, ey, die haben gesagt, krass. Das ist halt der Tick, weil du weißt ja, ich bin auch nicht gerade seit gestern im Viertel. Ich bin auch seit zig Jahren dort und das ist halt der Tick, weil ich habe ja auch damals ein bisschen Auseinandersetzung gehabt mit Dealer und was weiß ich was, wo ich gesagt habe, ey, hört mal zu, dieser Eingang ist uns, ihr habt euch hier zu verhalten. Genau, das hast du gesagt, Jimmy, das ist unsere Straße, verschwindet von der Straße. Wer sind die, dass die seit gestern hier sind und die meinen, die können hier neue Gesetze aufstellen, indem die Leute abrippen oder indem die junge Mädels da bedrohen und ihre Handys beklauen, weißt du, meine? Guck mal, hier sind zwei richtig freche Kommentare gewesen, bezogen auf das Sparring mit Montana. Ja. Nämlich einmal, er kann doch kämpfen, er hatte sogar Kämpfe, Ja. Und die Bewegungen sind schlechter als mein kleiner Neffe und der ist 8 Jahre alt. Er sagt mir gar nicht den Namen von dieser Kommentare. Ey Leute, eine Sache will ich euch da draußen mal sagen. Erstmal, Montana ist professioneller MMA-Fighter. Und man muss dazu auch sagen, du bist konditionell einfach nicht darauf gepolt, so Gas zu geben. Der hat davor Pratzentraining gemacht, hat ihn schon richtig müde gemacht und Montana ist ja ein trainierterer Sportler. Und wir haben auch lange Tag. Das war ein langer Tag auch mit dem Training. Ja, das muss man natürlich immer wieder relativieren. Deswegen ist es immer so eine Sache, wenn dann so Kommentare kommen. Leute, immer Ball flach halten. Und ja, was reden die da? Sind die? Die wollen dich ärgern. Nein, aber ich feiere so. Guck mal, ich sag jetzt mal so. Ich finde es auch gut, dass die Leute sowas beobachten, weil es sind auch wiederum Dinge, an denen du auch arbeiten kannst. Ja, die Leute wissen es ja nicht besser. Natürlich ist so. Weißt du, die Leute wissen es nicht besser und es ist auch an dem Punkt gar nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Wie gesagt. Kennst du, ich kann einfach eine Woche nicht mehr schlafen. Ich glaube, ja, du willst, gib mir nach der Show, ich mache so ein Statement. Ich setze meine Seite so auf null. Ihr könnt euch ja selber mal auf die Matte mit Montana alle meine stellen. Bilder, ich entfolge jeden auf null. Wie so ein Rapper, der gerade Promo macht, wegen den 2 Kommentaren. Ich schreibe meine Eltern, ey, hört mal zu, bitte ruft mich eine Woche nicht an. Weil ich habe 2 Kommentare, mit denen komme ich nicht klar. Meinst du, Krankenkasse zahlt zu Psychologen oder so viel sowas? Safe, gell? Ihr müsst es ja auch mal so sehen. Er hat gar kein Problem gehabt, dass er so ein bisschen vorgeführt wird von einem Profi, ganz offiziell. Das sehen mehrere tausend Leute, 100.000 Leute sehen das. Ist wirklich und eine starke Person, also. Das soll alles Spaß machen. Mo Duzi hat genug erlebt. Er muss niemand mehr was beweisen. Und deswegen, Leute, macht locker mit so Kommentaren. Keine Hate. Scheiße, was sowas angeht. Bin ich überhaupt kein Fan von, gehört sich nicht. Und das ganze Ding sollte ja auch Spaß machen. Ich habe ja ganz bewusst erstmal Konditionstraining gemacht, damit er schön tot ist, damit er dann in Sparring geht, ohne Energie. Habt ihr gehört?
Auf die gehört. Weil sonst hätte er Montana direkt mit einem Glotz weggewischt. Yeah! Digga, ich habe auch voll hinten von die Beule gehabt von der Küche. Der ist stark, ich muss wirklich sagen, also vor allem auch, wie der mithalten tut bei deinem Sparring und so, weißt du, ich muss sagen, Montana ist wirklich ein sehr, sehr, sehr talentierter Sportler, was Kampfsport betrifft, 100%. Ist halt schade, dass ich ihn lange Zeit nicht mehr im Ring sehe, ich hoffe, dass ich ihn wieder bald wieder im Ring sehe, aber an sich mit so einem Typ überhaupt mitzuhalten im Sport, ist es schon hart. Klar. Überhaupt klar. Dein Training schon. Profi. Profi und ja. Du hast deine Wettkämpfe gemacht und da warst du halt auch in seinem Alter, muss man natürlich richtig, auch sagen. Genau, und ich war ja Thai-Boxer, weißt du, ja. Wieder, die sind halt anders. Also, wir haben jetzt eine neue Rubrik und in dieser Rubrik gehen wir auf Kommentare und auf Fragen ganz explizit ein, die ihr in die Kommentare schreibt. Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt über uns, schreibt es einfach in die Kommentare, wir gehen dann auf die coolsten Sachen ein. Fangen wir mal an. So, oder eine mir auf Frage. Insta. Nein, oder ja, nein, folgt dem auf Insta. Nein, schreibt bitte nur auf Kommentare, ich will nichts auf Insta. So, oder Frage doch. Von 1337P3TE. Was ist das für ein Name? Schon wie so eine Akte für so eine Polizeirevier. Frage an Mo. Ja. Wie kam es dazu, dass du auf dem Cover des mittlerweile legendären Debütalbums von Haftbefehl Aslaks Stereotyp gelandet bist und wie ist euer Verhältnis heute? Grüße aus Kaiserslautern. Das war, also wie ich es zu dem Cover kam, war, ich bin spontan zum Training gelaufen, Offenbach, jeder sieht jeden, auf dem Weg zum Training stand gerade Haft, Aykut mit ein paar anderen, mit Sachmet, Bratte und Yüksel und so alles vor dem Gojina-Laden, die haben gerade Cover geschossen für sein Album, hat Aykut gesagt, Haft, ey Bruder, komm mal hoch, mach mal ein paar Bilder mit uns, mit Ivan, auch ein Freund von uns, der mit uns aufgewachsen ist, haben die Bilder geschossen, ich wusste gar nicht, dass es für den Cover war. Bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, also wo das Cover rauskam, dass ich auf das Cover drauf bin. Das habe ich früher gefeiert, ja. Krass. Geil, ich feiere das Album heute sowieso noch. Aykut Kontakt, ich sehe ihn gar nicht mehr, leider. Aber wir hören uns so Pi mal Daumen ab und zu. Ja. Alle. Mo. Wenn eine Schlange Max beißen würde, ja. In seinen Schniedel, ja. Weit und breit gibt es keinen Menschen, würdest du das Gift aus meinem Schniedel saugen? Wenn du, aber ist gerade dein Ernst gegangen? Was, wenn ich wie so ein Pickel rausdrücke? Was, wenn der zu klein ist? Ich mach dann so, wie so ein Nadel. Ich speise und sage, ey, ich kriege nicht meinen Zahn. So kleiner als eine Warze, kennst du das? Da steht kein Name, ach doch, Shorty. Shorty, Alter, mit 27 Ys. Aber es ist schon eine Art also, gehört. Ja, aber natürlich, ich würde dir das Leben retten, safe, Digga. In eine Wüste. Also würdest du mir. In eine Wüste ohne Zeugen. Also würdest du mir? Ja. Einen? Ja, in eine Wüste. Das ist. Okay. Aber was ich machen würde, ich würde einfach dein Handy nehmen, so als ich sage, gib mal her dein Handy. Leg dich hin. So einfach, stell mir vor, während du kurz vorm Abkratzen bist, machst du so eine Story, sagst, jetzt. Okay, weiter. Kennst du Spion und sein Bruder? Nein. Der Film? Ist ein Film. Sacha Baron Cohen. Ja? Da ist so eine Szene, die ist recht ähnlich. Könnt ihr euch angucken. Sehr lustiger Film. Okay, ich habe jetzt auch ein paar Fragen vorbereitet bekommen von der Community. Und zwar an beide. Habt ihr schon mal auf der Straße ekelhaft kassiert? Oder schon mal kassiert, sorry. Auf jeden Fall. Ja? Klar. Ich auch. Ja, ist aber nichts Schlimmes, Digga. Ich meine, nein, ist auch nichts Schlimmes. Aus der Welt, wo wir herkommen, kriegst du bestimmt keine weiße Tauben zur Verfügung. Das erste Mal, wo ich wirklich hart Schläge bekommen habe, war auch ganz, war hier in Offenbach am Cinemax. Da war ich 10 Jahre alt. An der Kirmes in Offenbach war so ein kleiner, dicker Assi. Und es fing erstmal damit an, dass wir auf diesem Taumler waren. Kennst du diesen Kreis, der dann ja, immer so Mann. Der hat mich einfach immer so abgerissen, in die Mitte geschubst. Ich dachte mir so, du Spast. Diese Breakdancer oder genau, so. Genau. Ja, ja, so ähnlich wie Breakdancer. So ein, Taumler. So ein Teller, der dreht sich die ganze genau, Zeit. Genau, 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 genau. Da hält sich dann so ein Zaun so hinten fest. Ja, Mann. Und der ist dann so an meine Hand gegangen und so. Und ich so aber warum? Kannte dich oder? Einfach so. Dummer Assi. Und dann haben wir uns gekloppt auf der Cap. Geil. Und Offenbach am Main? Ja. Alter, ich hatte auch schon meine erste Garage dort, Alter. Ja, das war. Das ist krass. Auf jeden Fall hat dieses kleine hat mich dann am Cinemax gesehen mit seiner ganzen Sippschaft. Dann werde ich nie vergessen, ich dachte mir so, Alter, ekelhaft. Und da war mein kleiner Bruder war vielleicht 2 Jahre alt oder der war noch richtig klein. Und ich war mit einem Kollegen, der hieß Hamza, unterwegs. Und ich sag, ey, nimm mal meinen Bruder, weil der hat mich schon gesehen gehabt. Nimm mal meinen Bruder, geh mal nach Hause Richtung Kaiserlei. Und dann sind die so gekommen und dann hat er mir einfach, ohne irgendwas zu sagen, eine Punika-Flasche richtig in mein Gesicht geworfen. Richtig asozial. Und dann sind die alle auf mich zu 5, 6
Kids sind einfach drauf und haben mich richtig zusammengeknüppelt. Alles ich richtig geweint und dann bin ich so nach Hause gelaufen. Ich so, kennst du, willst du zu deiner Mutter? Wie alt warst du da? Vielleicht 10. Kannst du die Geschichte in Limburg in Habs näher erklären und die Story mit dem Wasserkocher? Das war in Ossendorf, das war nicht in Limburg. Wasserkocher war, ich habe ihn mir ausgeliehen von einem Russen. Der Russe hat lebenslänglich, hat 11 Jahre bekommen und hat sich ja richtig darin eingelebt. Also sein Leben bestand nur aus Training, Essen und Freitagabend dieses DSF Sexy Clips. Hat er immer diesen Vorhang zugemacht und hat er sich halt Dings da. Und bei dem, im Knast gibt es ein Ritual, das ist sehr heilig. Das ist Tabak und Kaffee. Alles andere ist dort egal, Essen so ist egal, aber Kaffee und Zigaretten sind dort. Und was ich gemacht habe, ich wollte mal eines Abends, wollte ich auch mal so eine Kippe rauchen, Kaffee dazu trinken, habe ich mir halt von ihm von Ivan den Wasserkocher ausgeliehen. Und neben mir war auch eine Zelle mit einem Tunesier, der war aus Belgien. Der wurde aber verhaftet in der Grenze von Deutschland. Der hat Gericht gehabt, nächsten Tag um 6 Uhr morgens musste er mit Transport zum Gericht und hat mich gefragt, ob ich ihn seinen Wasserkocher ausleihen kann von mir. Ich habe es ihm ausgeliehen, obwohl ich ihn selber ausgeliehen habe. Der Typ wurde aber an dem Tag im Gericht abgeführt und verlegt nach Belgien. Das heißt, die Zelle ist leer. Das heißt, die Sachen werden dann rausgeräumt und kommen dann in eine Kammer. Was passiert ist, ist, der Wasserkocher wurde auch mitgenommen in der Kammer. Und wenn du einen Antrag stellst, um den Wasserkocher zurückzubekommen, dauert es bis zu 1-2 Monate manchmal. Wenn du Pech hast, kriegst du ihn gar nicht mehr. Ja, und dann war der Wasserkocher weg und dann ist Ivan durchgedreht. Und hat sich dann gerecht für den Wasserkocher. Wir haben uns morgens um 6.30 Uhr, 7 Uhr haben uns in der Dusche gekloppt. Ja, Mann. Und der Typ sah abgefuckt aus, Alter. So lange Haare bis hierhin, so Sixpack bis hierhin, Digga, Alter. Aber war schon ein Dings da. Ich hab's verstanden. Ich werde mir nie wieder was ausleihen, ich schwör bei Gott. Lieber gehe ich Insolvenz. Ich habe so eine Phobie, sobald einer zu mir sagt, ey, willst du mal laden, gerät, sagt, nein, 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 nein. Ja. Ah ja, was sollen wir sagen? War wie immer ein schöner Talk mit dir, es war Spaß. Geil, auf jeden Fall. Und denkt immer dran, abonniert den Channel für mehr geile Stories und Daumen hoch. Wir sehen uns, bis bald, Sydney Siddler. Pass auf euch auf, bleibt gesund.